Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Das ist ein Zusammenschnitt aus mehreren Videos, also wundert euch nicht, wenn ich immer ein bisschen anders aussehe und andere Sachen anhabe, denn ich nehme euch mit zu meinem Pre-Wettkampf-Stage-Glow-Up, also was ich alles mache vor meinem ersten Wettkampf. Und heute geht's los, ich fahre nach Köln und mache meine Haare. Ich war vor 2, 3 Wochen schon mal da und jetzt machen wir noch eine Abmattierung. Und da sind meine Haare schon mal ready. Und was ich noch so mache, ja, zeige ich euch in diesem Video. Für mich geht es jetzt, wie gesagt, erstmal nach Köln. Meter ist in der Tasche. Essen packe ich jetzt ein. Und dann bin ich gespannt, was wir hier noch aus meinen Haaren machen. Also ich habe noch Extensions reinbekommen und meine Spitzen sind einfach so dicht. Richtig schön. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe ein Gloss oder sowas reinbekommen. Dann verändert sich die Farbe nochmal. Ich bin kein Profi, keine Ahnung. Und Tapes, sodass meine Spitzen jetzt einfach richtig dick sind. Da waren ja vorher nur noch so 3 Fransel gefühlt. Also richtig, richtig cool. Ich bin mega happy. Und war dann noch bei DM und bei Douglas. Und zeige euch, was ich da noch so gekauft habe für mein Stage-Make-up. Denn ich werde mich beim ersten Wettkampf auf jeden Fall selber schminken. Danach habe ich auch noch so 2 Schminktermine, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Gebucht. Da lasse ich mich schminken. Aber für den ersten Wettkampf werde ich es auf jeden Fall mal selber testen. Schauen, wie es läuft. Und ja, dafür habe ich mir das gekauft. Ich bin jetzt 4 Days out. Es geht heute in die Stadt. Dort setze ich mein Beauty-Programm fort. Es steht einmal Pediküre an und Waxing. Da nehme ich euch gleich mit. Waxing muss man natürlich nicht machen, genauso wie Pediküre, Maniküre, das ist alles nur so nice to have. Und übrigens zum Thema generell auch Haarentfernung, Rasieren. Früher in meiner ersten Saison habe ich alles rasiert. Also ich habe meinen Bauch rasiert, den Bereich in meinen Rücken, alles, weil es hieß, es darf kein einziges Haar da sein. Aber das müsst ihr nicht machen. Also klar rasiert man sich die Beine, Intimzone, alles sowas. Aber wenn ihr so wirklich feine Härchen habt, ihr braucht die nicht wegmachen, das sieht man dann nicht. Bei der ersten Farbschicht denkt man dann erst, okay, man sieht es doch, aber sobald die Farbe trocken ist, sieht man das nicht mehr. Also macht euch nicht die Arbeit und rasiert euch irgendwie den Rücken oder so. Nicht notwendig. Und dann geht es jetzt erstmal ins Studio und danach in die Stadt. So, ich habe gerade meine Fußnägel gemacht. Meine Fingernägel habe ich ja gestern schon gemacht. Und das sind natürlich keine Dinge, die ein Muss sind. Aber es gehört natürlich zu einem schönen Erscheinungsbild dazu. Und ich finde, lange Nägel wirken nochmal sehr viel schöner. Und vor allem auch helle Nägel. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wirkt vor allem mit der Haut im Kontrast nochmal sehr, sehr schön. Und wenn ihr eure Nägel kurz vorher draufklebt, was man natürlich auch machen kann, also einfach so Fake-Nägel drauf, achtet darauf, dass ihr Klarlack auf eure Nägel macht. Weil wenn eure Naturnagel Farbe kommt, geht es nicht raus. Dann bleiben die braun. Ich habe mir gerade noch Schmuck gekauft. Und jetzt gibt es noch eine Cola und dann geht es nach Hause. Und das Beauty-Programm geht heute weiter. Meine Haare sind richtig fettig. Die werden gleich gewaschen. Kleiner Tipp. Wenn ihr vor allem so eine Tolle machen wollt, also wie sie es beim IFB oft ist, dass sie so stark toupiert sind, wascht die Haare wirklich ein paar Tage vorher, dass die noch so ein bisschen griffiger werden können und dann eine Riesenladung Trockenshampoo rein und dann kriegt ihr halt wirklich so eine krasse Tolle hin. Also nicht erst irgendwie freitags waschen, wenn ihr samstags einen Wettkampf habt, sondern wirklich mittwochs oder donnerstags und dann wird es auch richtig gut. Beim IFBB, also NPC, haben die ja gar nicht so krasse Tollen, deswegen ja, wasche ich die erst heute. Heute ist Donnerstag
Und ja, mache da meine Augenbrauen, alles drum und dran. Das zweite Carbmehl ist auch schon drin. Wir haben jetzt, was heißt schon, ich bin sau spät dran eigentlich. Wir haben jetzt gleich 4 Uhr. Und ich zeige euch jetzt einmal, was ich noch so gekauft habe für die Wettkämpfe. Und vor allem, was ich an eurer Stelle oder was meine Empfehlung, meine Erfahrung ist, was Farbe etc. betrifft. Also viele fangen schon vorher an, sich ein bisschen zu peelen. Beziehungsweise bevor ihr die erste Farbschicht macht, würde ich mich auf jeden Fall peelen. Ihr müsst es nicht übertreiben und 2 Wochen früher anfangen. Aber das ist wirklich die oberste Hautschicht, beziehungsweise diese alten Hautschüppchen entfernt, weil sonst wird die Farbe richtig fleckig. Also das auf jeden Fall macht. Und Parfüm vermeiden oder ja, Body Shower Gel, was Parfüm enthält. Also da kann man einfach Parfümfreies in der Babyabteilung kaufen. Ja, ich habe es tatsächlich nie so streng damit genommen. Aber es kann sein, dass es reagiert und das will man natürlich nicht. Deswegen würde ich euch das empfehlen, wenn ihr auf eine Nummer sicher gehen wollt. Wie gesagt, ich mache es nicht so strikt und es ist bislang nichts passiert. Aber jetzt habe ich zum Beispiel auch einfach kein Risiko. Ich bin jetzt einfach kein Risiko eingegangen. So, man merkt, ich spreche schon ein bisschen komisch. Genau, also das einmal zum Duschen. Ansonsten habe ich ja auch schon vorgestern gesagt, was das ganze Rasierthema betrifft. Ich werde einfach morgen nochmal überall drüber rasieren, aber wie gesagt, nicht so Bauch, Arme oder so ein Gedöns. Ja, so genau. Dann, was ich gekauft habe. Also einmal noch definitiv Farbempfehlung, Top Tan. Kann man bei Sportnahrung Engel kaufen. Ist die beste Farbe und damit seid ihr immer auf einer Nummer sicher. Damit geht gar nichts schief. Und dann kauft ihr einfach bei Obi so einen Farbroller und so ein Ding hier. Und dann nehmt ihr diese Schaumstoffrollen. Die sind gut. Nicht die mit den Fusseln. Genau. Also das noch dazu. Dann habe ich Wimpern gekauft. Nicht so ganz so extreme, weil sonst hat man irgendwie so dunkle Augen. Dann habe ich mir am Dienstag, war ich in der Stadt, ja. Also zur Sicherheit habe ich mir nochmal Schmuck gekauft. Gibt es aber auch bei Amazon. Ja, muss nichts Spektakuläres sein. Und da würde ich auch definitiv, also ich würde da kein großes Geld rein investieren. Klar, wenn man jetzt beim IFBB diese bunten Ohrringe trägt, die sind sauteuer. Also da kann man mit 150 € oder so rechnen. Genau. Dann habe ich, das ist jetzt Shampoo, dann ganz wichtig, Trockenshampoo für hinter der Bühne. Nicht nur für den Ansatz, sondern vor allem, wenn ihr mehrfach dran seid und eure Spitzen ölig sind, dass ihr die von Öl befreien könnt. Also immer Trockenshampoo und auch für Styling. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man hier diese tolle haben möchte. Trockenshampoo und dann viel Haarspray. Das beste Haarspray zeige ich euch gleich auch noch. Dann habe ich für zwischen den Wettkämpfen nochmal Bodylotion gekauft, weil die Haut halt wirklich austrocknet von der Farbe und von den Peelen und man sich dann schon nochmal auch eincremen sollte. Allerdings das letzte Mal eincremen würde ich mittwochs machen, wenn samstags euer Wettkampf ist und Sonntag und Freitag die Farbe draufkommt. Denn je trockener die Haut, desto besser kann die Farbe aufgenommen werden. Dann, ganz wichtig, Thema Make-up. Ich werde mich am Samstag selber schminken. Bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Diese beiden Make-ups von Kiko sind definitiv eine Empfehlung. Es ist jetzt spiegelverkehrt. Es ist einmal 4.5G und 9.5G. G steht für Gold. Und die haben eine super Deckkraft und die Russinnen nutzen das auch immer für ihr Make-up. Und deswegen einmal das. Und dann habt ihr hier halt so einen dunklen Ton und einen normalen Hautton. Und mit dem dunklen macht ihr euch quasi einmal hier so einen Affen rundherum und lasst dann so einen kleinen Spalt dazwischen. Und dann macht ihr die Mitte hell und dann verblendet ihr das alles und dann habt ihr echt die perfekte Base. Dafür habe ich mir dann auch noch 2 dieser Beauty Blender gekauft. Bei meiner ist wirklich schon ein bisschen eklig. Und dann habe ich einen frischen, einen hellen und für die dunkle Farbe. Dann Puder, so transparentes.
auch wichtig für Backstage, dass ihr euch dann nochmal abpudern könnt, wenn ihr von der Bühne kommt und dann noch ein zweites Mal auf die Bühne müsst und dann total verschwitzt seid, dass ihr dann nicht mehr so glänzt. Also Puder auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig. Dann habe ich noch Concealer gekauft, brauchte ich auch noch. Und Lippenstift. Beim IFBB tragen eigentlich die meisten rote Lippen und beim NPC meistens eher so Lipgloss und so Nude-Töne. Deswegen, da ich ja jetzt NPC mache, einen nudefarbenen Lippenstift. Und dann hole ich jetzt noch das Haarspray. Und das hier ist definitiv das beste Haarspray, hält bombenfest. Und ja, das ist so das, was ich noch an Beauty-Stuff gekauft habe. Und dann geht es für mich jetzt gleich unter die Dusche. Ich muss ja noch ein Auto organisieren, mit dem wir dann am Freitagmorgen fahren. Also morgen ist Freitag, heute ist Donnerstag. Und ja, dann habe ich eigentlich alles erledigt. Wie gesagt, Haare waschen, macht es nicht zu spät, ganz, ganz wichtig. Dann mache ich noch meine Augenbrauen, weil die sehen ja auch gerade ganz wild aus. Und dann habe ich eigentlich alles gemacht. Total verrückt, crazy. Es fühlt sich noch nicht so an, als würde ich am Samstag auf die Bühne gehen. Aber ich freue mich ganz, ganz doll. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr euch noch so für Videos wünscht. Ich denke, ich werde erst nächstes Mal so ein, was in meinem Wettkampf-Koffer-Tasche, was ich alles mit Backstage nehme, Video machen werde. Das kommt aber spätestens in Alicante. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt mir unbedingt auf Instagram, da verpasst ihr gar nichts. Aber ich versuche euch hier natürlich auch so gut es geht mitzunehmen und noch ein paar mehr Einblicke in dem, was ich hier tue. Und ja, genau. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr meine Videos schaut, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ja, wenn ihr natürlich mit meinem Code auf esn.com bestellt, unterstützt ihr mich. Und ja, da bin ich euch sehr, 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 sehr dankbar für euren Support in den letzten Monaten. Es ist nicht selbstverständlich und es ist einfach mega, was ich da für einen Support zurzeit von euch bekomme. Ob es auch Nachrichten sind und was auch immer. Es ist richtig, richtig schön und macht richtig viel Spaß. Und genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis bald.